Ich würde gerne Max pranken, Leute. Das ist so dumm, was ich hier mache. Max ist an der Stelle jetzt mal trapped. Da oben ist er drin. Wir spielen wieder Ark. Mit dabei heute Ark of Phoenix. Ich bin mal gespannt, was wir heute so machen, denn ich habe so ein paar Sachen vor. Ich würde gern für Trimax eine Art Falle bauen und ich sehe gerade, ich bin allein auf dem Server. Ist perfekt. Bin ich komplett lost heute, Leute? Also bin ich ganz alleine? Dann könnte ich ja eigentlich alle Dinos kastrieren, oder? Ich habe einfach hier eine Paprika gebissen, Junge. Ja. Wir haben heute auf jeden Fall ein paar Sachen gemacht, Leute. Offscreen haben wir den Bruder hier gefarmt. Ein Tyrannosaurus Sex, der ist sehr stark. Und hier noch ein wird nicht kastriert Quetzal. Ansonsten hier nochmal ganz kurz Spark drauf schießen. Ja, das Ding ist, Max ist heute auf jeden Fall raus, aber ich würde gerne Max pranken, Leute. Ich würde gerne Max pranken. Und Max hat sich ja hier quasi ausgelockt. Der hat sich ja hier quasi ausgelockt. Ich bin in dem Game nicht so sehr bewandert, wie Großteil von euch das ist, Mann. Was können wir machen? Also der liegt ja hier. Was kann ich mit Max machen? Handschellen. Oh, Handschellen, Leute. Handschellen ist ein sehr guter Call. Was können wir noch machen? Käfig und Handschellen. Ja, okay, Leute, machen wir. Dafür muss ich aber erstmal Handschellen lernen. Käfig kann ich schon. Wie kann ich denn Max jetzt da abtrainieren? Also ich lasse erstmal ein bisschen Fleisch vergammeln. Dann werden wir Max jetzt pranken auf jeden Fall. Bin ich voll down. Machen wir auf jeden Fall. Wenn der jetzt da gerade am Pennen ist, wie ist das? Alter. Ja, was denn? Gib das zurück, Junge. Nein, Junge, gib meine Wasserflasche zurück. Hallo? Kerl. Was für ein Assi. Du kannst Körper ziehen und auf größere Distanzen mit Enterhaken ziehen. Okay, dann machen wir das, Leute. Dann machen wir das. Pass auf. Ich werde hingehen und jetzt erstmal, wie gesagt, ein bisschen was farmen. Und zwar farme ich jetzt erstmal Fleisch. Und dann lassen wir das vergammeln. Und wenn wir das Fleisch vergammeln lassen haben, dann können wir damit tatsächlich wieder Narko machen. Und Narko bringt uns dann Level up. Und dann kann ich die Handschellen lernen. Wobei, actually, kann ich die nicht sogar schon lernen? Ich meine, Handschellen. Zement, Obsidian und Metallwachen. Ja, geht doch. Dann läuft das doch. Wo kriege ich Obsidian her, Leute? Im Berg. Oder aus der Höhle, ne? Höhle oder Berg? Vulkan. Ja, Vulkan kann ich fliegen. Das geht. Vulkan ist ja... Ist Vulkan ungefährlich? Safe, oder? Safe ist gerade ein Vulkan. Vulkan klingt ja schon an sich sau ungefährlich, oder? An sich. Also das, das sollte doch klar gehen. Nee, ja. In der Höhle, ja. In der Höhle, wo wir waren, weiß ich. Alles safe. Ja, Digga, dann nehme ich mir hier den Agentavis. Und dann fliegen wir los. Auf geht's, Mann. Dann gehen wir ein bisschen Obsidian farmen. Gut, dann holen wir uns Obsidian also, machen die Handschellen und packen Max dann einfach in den Käfig rein, sagt ihr. Das wäre schon geil eigentlich, ne, wenn wir... Ich meine, für die Aktion von gestern tatsächlich, diese dumme Scheiße, die ich da durchmachen musste. Was wäre denn so ein kleines Scheiße, das man greifen kann? Den Raptor? Da. Sau dumm. Und jetzt? Auf Wiedersehen. Stirbt der? Natürlich nicht. Belastend. So, wo ist denn überhaupt der Vulkan? Wo muss ich überhaupt hin? Roter Loot Drop. Ist das besonders hier, Leute, oder nicht? Ist das krass? Bye, have a great time. Nein! Bruh, Alter, wie belastend. Was soll das denn, Digga? Dass wir jetzt hier so einen riesigen Aufwand machen, nur Max zu pranken, das ist so hirnlos, Mann. Oh, kann ich Max nicht sogar hochheben, wenn er pennt mit dem Dino hier? Eigentlich sollte das gehen, oder? Tendenziell müsste das doch funktionieren. Hörst du auf? So, wie viel Obsidian brauchen wir denn? Macht ja auch Sinn, dass ich gerade bei dem Vulkan Angst habe zu erfrieren. Ich will ihn aus dem Tribe kicken, in Handschellen packen und dann in so einen Käfig reinsetzen, Leute. Den wir gleich noch bauen. So direkt in der Nähe von der Base. Der Käfig ist aber so ganz weit hoch oben. Also wir bauen so ein Stahlding, wo es halt so komplett nach oben geht. Wisst ihr, was ich meine? Alter, der macht so fette Haufen. Mal Wahnsinn, Mann. Bin ich echt stolz drauf. Das macht er gut. Wir bauen halt so ein richtiges Knast, Alter. Auf so einem Stab, ganz, ganz weit oben, ist Max dann quasi gefangen. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil, Mann. Das machen wir. So. Sind hier Dinos drin? Nee, ne? Hier sind, glaube ich, gar keine Tiere drin, oder? Da vorne ist übrigens das Boss-Ding, das Boss-Portal. Weil wir da... Lull. Hier sind Sapara noch. Den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit, oder? Würde ich sagen. Wie kann ich dem sagen, dass der folgt? Erhalten, hilf folgen. Komm. Ja, perfekt. Dann let's go. Dann fliegen wir zurück. Let's go. Ich habe einfach hier so eine Paprika reingebissen. Werdet ihr so weiter essen. Ist schon weird, wenn man Paprika ist wie ein Apfel, oder? Schreibt mal ehrlich. Mein Plan ist halt, ich würde halt gerne so einen Hochsitz bauen, so eine Art Hochsitz. Und Max sitzt halt ganz oben drauf. Wir machen eine Plattform und ich bringe ihn da irgendwie hoch, mache ihm Handschellen dran und sein komplettes Inventar voller Steine, damit er mit den Handschellen, die er ja anhat, nicht mehr auf sein Inventar zugreifen kann. Und er quasi da oben trapped ist. Das wäre so meine Idee. Ob das funktioniert, ist keine Ahnung. Ob das klappen wird, weiß ich nicht. Also Base ist schon echt sehr hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sieht wirklich aus wie eine Lagerhalle, Alter. Sieht aus wie so eine große Halle. Das ist mit dem Spikes hier außen drum finde ich ganz geil. Aber wie das an sich aussieht, ist wirklich sehr, sehr hässlich, Leute. Also das gefällt mir gar nicht gut. Oh!
Unser Agentavis hat ein Ei gelegt. In 2 Stunden verfällt das. Leute, was soll ich machen? Das ist unbefruchtet. Aber wir haben hier, der ist männlich und der ist halt weiblich. Also es ist eh unbefruchtet. Ja, aber der ist ja an einem warmen Ort legen. Ja, was machen wir jetzt mit dem Ei-Chat? So, kein Plan, Mann. Helft mir. Ja, wenn ihr mir sagt, wie man das ausbrütet, Leute, dann versuche ich das mal zu machen irgendwie, auf jeden Fall. Leg in die Brutmaschine von Spark. Hat Spark schon eine Brutmaschine? Setz dich drauf. Sag da so, ne? So ist richtig, ne? So mache ich das richtig. Ich lege es jetzt einfach neben das Lagerfeuer, weil das sau viele Leute schreiben. Leg das jetzt einfach neben das Lagerfeuer. Ich hoffe, dass es irgendwie einen Effekt hat. Es ist kein befruchtetes Ei. Ja, das wird sich schon selber befruchten neben dem Lagerfeuer, das sage ich euch, Leute. Gebraucht. Ich hab's gegessen. Ich hab's einfach gegessen. Darauf erstmal. Du bist so lost, Leute. Ich bin komplett lost in diesem Game, Alter. Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert, Mann. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles für Maschinen sind und so weiter und so fort. Aber ich lerne mit euch, Mann. Ich lerne mit euch. Darum geht's. Das ist schon geil mit den Feldern hier eigentlich, ne? Das macht schon echt einiges. Hier ist auch noch ein Ei. Esse ich auch auf. Leute, wir essen heute einfach alle Eier. Ich esse heute einfach alle Eier, bis ich irgendwelche Krankheiten bekomme, Mann. Das ist mir auch egal. Gut, wir craften also die Handschellen jetzt, ja? Wir machen also jetzt die Handschellen. Habe ich eigentlich noch Handschuhe? Ja, habe ich auch noch. Okay. Ansonsten, die Handschellen haben wir. Haben wir noch einen Enterhaken? Oh, da ist noch ein Enterhaken. Das heißt, ich schieße jetzt quasi Max in die Brust einfach, oder wie funktioniert das? Also ihr müsst mir jetzt sagen, ganz kurz, wie das funktioniert, Leute. Ich schieße jetzt Max in die Brust und kann ihn dann quasi mitziehen. Ist das richtig so? Oh, ich kann ihn doch einfach mitnehmen. Ich würde gerne einen Stahlkäfig bauen und dann setze ich Max da rein. Es gibt nur den Holzkäfig, Leute. Alles klar, okay, ja gut. Dann machen wir jetzt einen Holzkäfig, würde ich sagen. Dann fahren wir ein bisschen Holz. Oh, wir könnten ihn natürlich auch mitten aufs Meer setzen oder sowas. Er kommt nicht raus mit den Handschellen. Also eigentlich ist es egal, wo ich ihn hinsetze. Ich muss ihn gar nicht großartig in die Luft machen, sondern ich kann jetzt auch den Käfig mit Handschellen und Steinen im Inventar hier irgendwo hinsetzen, oder? Trotzdem Mauern drumherum. Ja, machen wir. Dann mache ich ein paar Rampen da hoch und dann ziehen wir den einfach da rein. Das kriegen wir schon hin. So würde ich es halt haben. Ich will halt hier mittendrin diesen Pillar haben, also quasi halt hier so. So, jetzt baue ich da hoch Rampen. Ich reiß das später alles wieder hier ab, keine Sorge. Ist jetzt nur der Weg nach oben zu Max. Oh, ist sau umständlich, was ich hier gerade mache. Ich weiß das, Leute. Aber ich muss ihn ja irgendwie da hochbekommen. Kannst einfach Treppen bauen. Ich weiß, ich hätte einfach Treppen bauen können, aber jetzt bin ich schon dabei und ich will jetzt nicht aufhören. Ah, okay. Perfekt. Oh, Leute, Mann, ich bin so lost, Alter. Was geht denn hier ab? Es geht einfach nur ums Prinzip. Es geht darum, dass wir das hinbekommen. Es geht darum, dass wir es schaffen. Es geht darum, dass wir es schaffen, Max da hochzubekommen. Kriege ich ihn hier hoch? Ah ja, guck mal hier. So. Dann haben wir ihn ja schon mal da. Sehr gut. Er kann die Tür aber aufmachen. Nein, erstmal nicht, weil er Handschellen anhat. Zweitens, weil ich sein ganzes Inventar voller Steine lade. Und drittens, weil ich ihn aus dem Tribe rauswerfe. Dann kann er sich nicht mehr bewegen. Das müsst ihr mir alles gleich erklären. Hat schon mal funktioniert. So, Max' ganzen Stuff tun wir hinten in diesen gesonderten Schrank rein, damit er das auf jeden Fall auch wieder alles wiederbekommt. Jetzt gehe ich hin. Ist das so richtig, Leute, oder was muss ich machen? Oder, ach, sie. Ah, Hände. Ah ja, okay, das heißt, er hat sie jetzt. Handschellen halten für mehr Optionen. Handschellen entfernen. Ne, die Handschellen sind jetzt drin, ne? Und wenn ich ihm jetzt Steine ins Inventar lege, dann ist er komplett lost, oder wie? Also jetzt fehlen quasi nur noch Steine. Ah ja, hier. Trimax. Admin. Entferne Spiel aus dem Stamm. Trimax ist aus dem Stamm geworfen worden. Ist das unnötig, Leute? Seht ihr? Was für? Ich habe keine Rechte dafür. Ihr alle lost. Ihr seid alle lost. Nicht ich. Deine haben wir, glaube ich, noch ultra viele hier drin, oder? Und der muss auch noch Essen im Inventar haben, sagtet ihr, ne? Sonst verhungert er vielleicht. Das ist so dumm, was ich hier mache. Die anderen müssen doch nur den Steinpelle abreißen und gut ist. Ja, aber die Frage ist, werden die anderen das machen, Leute? Nein, werden sie nicht, weil es lustig ist. Weil sie ganz genau richtig geil finden werden, dass Max da oben festhängt. Das hat das Ding. Es wird ja keiner das Ding abreißen, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, Max ist schon voll, oder? Ja, Max ist schon voll. Er ist schon voll. Ja, ich glaube, er ist komplett voll, ne? Gewicht ist doch voll. Oh, ja, ist komplett voll. Er ist komplett voll, Leute. Mach Lagerfeuer neben ihm. Meint ihr? Aber das Ding ist, ja, passt da oben noch ein Lagerfeuer hin? Könnte eigentlich schon, oder? Er kann doch alles droppen. Nein, kann er nicht, weil er hat ja die Handschellen dran. Er kann ja nicht alles droppen, Leute. Das ist es ja. Er kann halt eben nicht alles droppen. Das ist ja das Geile. So, ein Lagerfeuer ist eigentlich da. Müssen wir mal gucken. PIN-Code rein in Admin-Zugriff aktivieren. PIN-Code festlegen. Das darf ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, damit das hier keiner sieht. So. Und an sich, also so wie ich es jetzt sehe, Leute. Ich glaube, Leute, Max ist an der Stelle jetzt mal trapped. Und zwar vollkommen, Alter. Max ist ja aber mal vollkommen trapped jetzt. Das ist natürlich jetzt geil. Da muss ich auf jeden Fall mal ganz kurz einen Screenshot von machen. Da oben ist er drin. Da oben ist er drin. Hat mich sehr gefreut, Mann. Du, 3 Minuten Arbeit haben sich gelohnt. Na, Digga, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Weil er halt jetzt lost ist. Weil er halt jetzt nicht weiß, was abgeht. Und das freut mich richtig, wenn er morgen online kommt. Dann denkst du, Scheiße, Mann. Was passiert hier? Was soll denn das? Holy Scheiße, bin ich jetzt hier trapped? Das ist das Geile, Mann. Das ist das Geile. Und darauf freue ich mich extrem. Wisst ihr, was ich meine?
Perfekt, Leute. Da oben hängt jetzt Max drin. Der ist gefangen. Der ist aus dem Clan rausgeschmissen worden von mir. Der hat Handschellen an. Das ganze Inventar ist voller Steine. Und der wird sich, wenn er sich einloggt, nicht mehr bewegen können, Alter. Das ist geil. RIP Trimax, Alter. Mach oben alles mit Sch*** voll. Könnten wir auch noch machen. Wir könnten oben richtig viel Sch*** hinlegen. Können wir eigentlich auch noch machen. Maximalen Disrespect, Mann. Darum geht's hier. Ich hab mich selber eingebaut, Leute. Ist das geil, Alter. Darauf erstmal sch***en, Alter. Dieser andere Fleischgrind hier, Leute. Fleischfarm für Level. Harry, ich spiele auch ganz gern Ark. Hoffe, das Projekt noch lange gehen wird. Ey, ich find's auch echt geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Bau einen Käfig und fahr mit ihm aufs Meer. Ey, Leute, ich schwöre, seid ihr richtig diabolisch, Mann. Nur weil ich jetzt einmal mit Max gemacht habe, heißt nicht, dass ich meine ganze Crew jetzt hier backstabben will. Holy Mann. Ich hoffe nur, dass Spark jetzt nicht gleich hingeht und das kaputt macht, weil das wäre wirklich ehrenlos, sein Vater war. Würde mich auch wundern, Alter. Das ist ein Krokodil. Kriegen wir das Krokodil gelegt, Leute? Was sagt ihr? Ich habe mein Fernglas leider nicht dabei. Wahrscheinlich aber schon, oder? Ah, Digga, das ist doch easy. Das hat jetzt schon Schmerzen. Eine Sarko. Und ich habe einen Dodo Level 100 getötet. Schade drum. Der war einfach nur da. Zähmen. Nein, brauchen wir nicht, Alter. Liebste Leute, Mann. Also, wie gesagt, ich finde Ark momentan echt geil. Macht wirklich krank Bock. Macht auf jeden Fall wirklich Bock, Mann. Wir haben auf jeden Fall heute einiges geschafft. Also, wir haben eigentlich nur Max getrollt. Aber ganz ehrlich, Mann, das reicht.